Gegen 23 Uhr wurden die Feuerwehren des Bereiches Knittelfeld zu einem Wohnhausbrand in Mitterlomming alarmiert. Es sind derzeit 11 Feuerwehren mit 150 Mann im Einsatz. Es wurden ein Innenangriff sowie großräumige Außenangriff durchgeführt. Es wurde auch der Dachstuhl mittels Wechselladefahrzeug der Stadtfeuerwehr Knittelfeld geöffnet. Weiters wurde vom weit entfernten Bach eine Zubringleitung über einen Kilometer zu den Tanklöschfahrzeugen hergestellt, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Weiters wurden keine Personen verletzt und der Einsatz befindet sich jetzt noch voll im Gange.